Ja, wir sind wieder zurück in Malaysia. Immer war ich schon mit dabei der Fangema. Dai Dai, grüß euch. Ja, sechster Platz im letzten Jahr habe ich hier erreicht. Ich muss sagen, jetzt hat die erfolgreiche Strähne im letzten Jahr, du warst 11. übrigens, angefangen, denn sechster, sechster, zweiter, dritter ausgefallen in Brasilien und dann fünfter zum Abschluss in Abu Dhabi, also Punkteringe, Punkteringe, Punkteringe. Ja, und ich glaube, nach dem letzten Rennen ist mir das egal. Vier Siege in dieser Saison, mir fehlen nur 9 Punkte. Dann habe ich genau die Punktzahl erreicht, die ich im letzten Jahr hatte. Und zwei ganz große Rennen kommen ja noch, wo wir gut gefahren sind. Eben beide auf Podest. Ja, genau. Was sagst du zum letzten Rennen? Ja, also da hat man sich ein bisschen übernommen, dann mal ein bisschen dumm agiert, sage ich mal. Man hätte durchaus um den ersten Platz gekämpft. Hat ihn dann aber auf gut Deutsch verschissen, so wie ich das jetzt hier verscheiße. Oh, Entschuldigung. Oh, du bist in den Kurven immer irgendwie so langsam. Wenn ich nicht voll das fahre, Kurve. Anfangen. Die Reifen brunnen. Oh, Daniela! Ja, woher willst du das wissen, wann man gerade endet und wann nicht? Das war jetzt voll schräge. Welches Setup hast du nicht genommen? Schnelleres. Okay, ich habe ausgewogen gelassen. Ich habe das, also das vierte, nach ausgewogen. Ich müsste mal also nicht mehr. Ich habe gesehen, viele gerade. Passt. Das ja, passt, ich habe die Strecke verwechselt. Ich habe, glaube ich, mal also mit Abu Dhabi verwechselt. Da bin ich aber weiter rausgekommen jetzt. Verschießen, würde ich sagen. Ja. Pass mal jetzt da. Mystische Huster auf der anderen Seite. Ich wollte gerade sagen, nicht nur deine mystische Stimme. Du willst jetzt echt wieder durch. Wieso das? Oh, Strafe bekommen 5 Plätze. Was denn? Ja. Ich brauch deinen PC nicht. Nicht bei der Kurve durch, bitte. Sonst werden die Leute hören, wie es klingt, wenn ein Boxenluder ausgepeitscht wird. Glaube mir. Ich habe viele Gegenstände, die fliegen können, um dich aufzuhalten. Ich habe das jetzt nicht gesehen, was du gedeutet hast. Achso, hast du nichts deutet? Und tschüss! Ja, sorry, kurzes Intermezzo hier. Was ist los mit Ending? Man hört nichts mehr von ihm. Ending?
Ending. Wir wollen den Ending hören, wir wollen den Ending hören, wir wollen den Ending, ja. Ending hören. Das kann man, geht das nicht. Okay. Jetzt hören wir wieder den Ending. Jetzt hören wir wieder den Ending. Eine passable Zeit, aber da werde ich sicher noch nach hinten gereicht. Ein bisschen. Dann muss ich wahrscheinlich eine Zeit zusammenkriegt. Verschießen. Wie viel bist du derzeit? Dritter. Und du? Noch keine Zeit. Oh. Die erste Runde verschießen war, bin ich auch mal kurz an die Box. Und dabei wurde das Kabel gezogen. Genau. Dann habe ich es zum Trinken genommen und da bin ich gleich hängen geblieben. Du fällst weiter zurück, du bist jetzt auf P4. Gut. Alter, Verstappen ist vorgefahren. So, jetzt fahren wir mal in die Box rein. Nein, ich komme auf der Strecke jetzt gar nicht zurecht. Das ist nur Fahrfehler. So, ein bisschen dopen mit dem Power-Riegel von Kinder. Schokolade, Überraschungsdings. Mich dann anders stärken. Oder ich möchte mich gar nicht mehr stärken. Okay, nur dafür, das kann man akzeptieren. Was noch ist kein Ausfall gewesen. Was ist hier los? Ja, die 5 Plätze tun schon weh, aber dass man hier nicht gut fährt, ist tut mehr weh. So, jetzt fahren wir raus nochmal und schauen, was noch geht. Oh, wie eine Kurve war. Gut, dass du kein schnelleres Setup genommen hast. Ist das deine Angriffsrunde? Warte, ich mach Platz. Ich hab irgendwie überhaupt keine. So. Oh! Schönes Platz, was dem tatsächlich braucht. Alter, ich hab mir gedacht, du fährst schnell vorbei. Ja, aber siehst du, das ist das Problem. Ich komme wohl nicht zurecht auf der Strecke jetzt. Entschuldigung, aber ich hab mir gedacht, dass du da schneller vorbei bist. Nein, das ist ja nichts von dir. Das. Ich bin ja so weit rausgefahren jetzt. Ich fahre am Limit, komm dir nicht einmal nach. Oh, bitte? Ich fahre am Limit und komm dir nicht einmal nach. Alter, 18er, oh. Bist du.
Das hat jetzt brutal ausgeschaut. Oh, Entschuldigung. Oh. Scheiße. Entschuldigung. Ja, das macht nichts. Ja, ich bin schleudern gewesen. Oh. So, jetzt, mal weg. Jetzt brauchen sie ein neues Fly Emirates Werbungsschild von mir. Was ist los, Alter? Hat man durch dieses zu lockere Fahren das Fahren verlernt? Ich hab das ist die Frage. Dann schauen wir, dass du ins Ziel fährst. Ja, die Zeit wird auch von letzten Klasse. Ja, 5. Jetzt nach hinten und das. Keine Runde. Ich habe jetzt 2 Minuten Rundenzeit bis jetzt. Oha, Alter, der Beste hat 1,43. Ja, ich habe jetzt 2,8, 2,9, 2,10, 2,11, 2,12, 2,13, 14, 15, 2. 32 Sekunden plus 22 da somit. Mit vollster Konzentration ist jetzt ein bisschen ruhig sein wahrscheinlich. Ja, ich auch gerade. Meine Zeit ist bis jetzt nicht schlecht. Ach gut, bis jetzt gut. Der erste Sektor. Na, ja, es geht ja, Alex ist back. Man hat mal wieder Begriff, noch ein paar kleine Fehler, aber die passieren eh. Immer. Was denn? Ob ich rauskomme in der Kurve. Mhm. Oben rechts zeigt sie mir die Zwischenzeit an. Ganz dort eine Sekunde minus, auf einmal 24. So, wo reiht man sich jetzt ein? Hoffentlich weit vorne. Weit vorne! Super, das war die schnellste. Ja, das schaut auch gut aus. Minus 33 habe ich derzeit. Minus. Du hast noch 4 Minuten 40. Ja, das wird eh die Lektion, das habe ich noch. Muss ich wieder in die Box. Ich fahre jetzt auch nochmal noch an die Box. Also ich bin dann durch. Zweiter! Ja, dann bin. Ich bin nur 176 Hundertstel hinter dir. Das war knapp. Ja, aber jetzt war die Runde endlich. Ja, jetzt bin ich wieder drin. Nee, jetzt bin ich drin. Aber Steffi, die. Ja, danke schön. Eigentlich die zweite in Serie jetzt. Dann 10. gesamt. Bitter für dich ist halt. Oha, du bist die Zeit mit Medium-Reifen gefahren. Mhm. Bitte für dich hat die Rückreihung jetzt. Ja, Rückreihung und die Reifen sind im Arsch. Ich hab gedacht, ich komme nicht so weit vor. Dritte bis. Oh, was? Fünfte? Nein. Alter, wieso wollen die mir harte aufziehen? Weil harte verpflichtend sind. Na wieso? Das sind verpflichtend? Ja. Das heißt, ich kann nicht auf Medium umstecken, wenn ich jetzt Weiche drauf hab? Also du kannst auf Medium, dann kannst du auf Medium umstecken. Ich hab Medium noch nicht gehabt. Ja, dann kannst du auf Medium umstecken. Aber ich habe Medium, ich kann nur auf Harte umstecken. Ne, ich kann das nicht machen. Er lasst mich nicht. Dann sind sie verpflichtend. Okay.
So, wieder führt man das Feld an. Oha, links und rechts überholt einer von... Oh, von beiden Mercedes. Da lasst man lieber nach. Irgendwann hat es gedreht, glaube ich, schon. Eine gelbe Flagge. Ja, man ist zurückgeflogen. Und er fliegt, fliegt, fliegt. Oh, und ich bin da weit aus der Strecke rausgeflogen. Puh. Natürlich wichtig für mich halt hier wieder Punkten, sechster Platz damals eingefahren. Das wäre natürlich schön, wenn man sowas wiedergeben würde. Ja, für mich überhaupt einmal wieder punkten. Ist schon lange her. Sieg war bis jetzt der einzige Punkt, oder? Ja. Wenn, dann mache ich es gleich richtig. Oh, jetzt hat man ein bisschen mit Hamilton kollidiert. Man konnte es aber noch den Dreher abwenden, indem man gegengesteuert hat. Man ist aber außerhalb der Linie. Man ist außerhalb vom Rhythmus. Die zwei Mercedes ziehen davon. Oha, du bist schon hinter mir. Du hast die jetzt so mit rausgezogen, dass ich da freie Fahrt gehabt habe. Lass dranbleiben. Ja. Und vor allem einmal den hinteren ein bisschen wegfahren. Den fahren wir schon mal weg. Jetzt fordern und ziemlich gleich. Hm. Oh! Oh! Alter! Rauskommen! Ah, Verwarnung bekommen jetzt. Bin ich so verursacht. Ja, ich auch. Du auch? Ja, beide jetzt, ja. Beide gleich rauskommen. Ich habe jetzt aber extra ein bisschen gewartet und nicht gleich reingezogen. Da ist die Pitten schon wieder drauf. Oh. Okay. So geht's natürlich auch. Nein. Jetzt werde ich hier ein bisschen durchgereicht. Platz 9. Und reihe mich wieder ein auf Platz 6. So, der ist schon viel für das heißt, man muss jetzt zu dem Mercedes aufschließen. Die Kurven nehme ich da nicht immer gut. Sekunden hat man auf die Mercedes. Oh, genial. Ziemlich in Einigkeit. Auseinanderfahren ist eh sympathischer. Bitte? Auseinanderfahren ist eh sympathischer, da kommt man so ein bisschen drin. Ja. Bin ich auch. War das gestoppt jetzt? Warst du das? Ja, das war das. Du musst diese Runde reinkommen.
muss diese Runde reinkommen. Scheiß muss ich. Oh. Allerdings so wie ich fahre. Es sollte nicht regnen. Ja, das hoffe ich auch für dich, dass es nicht regnen sollte. Ja. So. Ja, bist du auch an die Box gefahren? Mhm. Oh, die brauchen lang. So, Platz 21 noch dabei. Das heißt, Massa dürfte ausgeschieden sein oder sehr weit hinten. Sehr weit hinten, glaube ich. Ja, zum Dritten. Na gut, ich bin auf Platz 19. Platz 21. Aber die anderen haben ja die Boxenstopps noch bei sich. Außer Masse. Ja, der sind Doms. Aber der hat den schon gemacht. Da hätte man jetzt fast zu viel riskieren. Ja, ist sicher, das geht sich aus. Sieht nicht aus, gell? Muss ich weiterfahren. Und die Reifen müssten jetzt erstmal auf Temperatur kommen. Dass man richtig angreifen kann. Ja, 24 Sekunden. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie lange ich in der Box war. 24 Sekunden ist der erste vor mir. Aber da fahren schon welche an die Box. Das ist schon mal ganz gut. Soll ich an die Box fahren? Natürlich alle überholen. Also gilt es zu überholen. Genau. Eigenen Bottas unter anderem. Na, die werde ich nicht schaffen. Ich biege jetzt gerade erst in die Zielkurve ein. Da sind sie schon aus der Box draußen. Hast du so weit hinter dir, oder? Ja. Ich habe auch Flügel austauscht. Ah, okay. Das ist sicher jetzt aber, falls ich da Kollisionen habe. Das habe ich nicht gemacht. Na, sonst immer orange. So, Grosjean hat man vor sich. So, an Grosjean kommt man jetzt schon ran. Oh, jetzt gibt's auch was von mir. Da fahren jetzt viele an die Box. Da bin ich gespannt, was geht sich da jetzt aus. Da sind sehr viele an der Box, sehr, sehr viele. Oh, DRS, DRS, DRS. Gerade den ersten würden wir da nicht erwischen. Wer war das? Hamilton, ja. Hätten wir nicht mitnehmen können, aber der ist genau vor uns. Also ja, Grosjean hat man hier mitgenommen, ein bisschen. Oh, da stehen aber wieder welche in der Box. Man ist sogar vor einem Ferrari rausgekommen. Oh, Kollision mit Hamilton verursacht. Das wird kein feiner Crash.
Beide hat's gedreht. Dann sind in diesen Rennen echt harte Reifen verpflichtend. Da bist du aber noch weit vorne, wenn es dich dreht hat und... Ich sehe dich nicht immer noch. Achso, dass du weiterfahren kann gleich. Ja, sicher, fahre, ja. Okay. So wichtig wären Punkte, aber wichtig wäre natürlich auch wieder durchkommen. Wie viel bist du in die Box gerade? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da sind wieder viele an der Box. Das könnte sich gut ausgehen, dass man da Dritter oder Vierter dabei steht. Aber wie ich schon fange erwähnt. Es ist wichtig, einfach in den Punkten zu stehen. Ja genau, nur Hülkenberg und Rosberg sind jetzt vorne. Wobei Rosberg. Hülkenberg muss ja noch in die Box, Rosberg nicht. Da fährt man jetzt in einen Pulk. Ich habe mehr die abgefahrenen Reifen als in Rosberg jetzt natürlich. Riskant, drei Leute gleich überholt. Jetzt geht er wieder. Na sicher. Wer bremst, verliert. Oh, Kollision. Hier Ranto und Räikkönen. Räikkönen von der Strecke gefetzt. Super. Man konnte noch ausweichen. Hatte doch zwar die Ideallinie verloren, aber... Noch ein paar Sekunden, aber man sieht es. Man sieht Rosberg ist in Aussicht. Derzeit auf dem zweiten Platz. So, die S-Zone aktiviert jetzt. Will man hier Rianto schnupfen? Harianto. Und es gelingt. Und gleich die nächste DS-Zone aktiviert. In der Zielgeraden. Wo bist du? Platz 12. Top 10 sind drin. Top 10 sind drin, wenn ich nicht Arsch fahr dann. Muss ich nochmal überholen. Hülkenberg muss noch rein und sicher ist auf den Laufwerk, der rein muss. Saints und Parma sind vor mir jetzt. Parma, klar, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht die Meldung bekommen, dass der Teamkollege in der Box war. Du bist sicher. Okay, Saints, ja, da kann schon fallen. Der Bidua. Können auch. Wenn man es dran am Ausweg. Wir ziehen eine alternative Strategie. Die wird sich die nächste zwar noch nicht ausgehen. Leichte Kollision mit Saints, orangener Flügel. Gedreht hat sich nichts. Da konnte man wieder gegenlenken, Gott sei Dank. Nicht zu viel riskieren. Ja. Noch alles drin. Nur 6 Runden. 12 DS-Zone. Ja, die nächste hat man jetzt gleich. Ja, da wird man schon durchgesagt. Man könnte vielleicht den nächsten mit DS überholen. Das ist was bei Parma. Oh, Saints und Parma gleich überholt. In DS. Und nochmal DS von Parma wahrscheinlich.
Platz 10. Platz 1. Und der ist hart. Oh, Rosberg ist hart. Da muss ich jetzt aufpassen, dass er jetzt lieber zurücksteckt. Zweimal schon angefahren jetzt. Ja, der Rosberg. Jetzt hat Rosberg und mich erwischt, ja. Und ich kriege fast. Also da sage ich, okay, ist nicht nur meine Schuld, aber Rosberg. War der Angriffslustige, nicht ich. Ja, ciao, Rosberg. Ja, Rosberg. Ja, man führt das Feld an vor Hamilton, vor Hülkenberg. Das ist natürlich super, weil Hülkenberg muss noch an die Box fahren, unter anderem. Hamilton leider nicht mehr. Dort hat man jetzt leider kein DRS auf der langen Geraden. Ja, Hülkenberg, glaube ich, ist jetzt an die Box gefahren. Ja, irgendwie zwei Leute sind an der Box. Blick dran, ja, der hat die besseren Reifen. Das darf er. So, man ist jetzt hier auch etwas ruhiger, etwas konzentrierter, etwas fokussierter. Und das Team soll scheißen gehen mit der alternativen Strategie. Nein. Nein, nein. Nein, gedreht. Was? Du das? Kollision mit Button. Du hast zu viel was geht. Wahrscheinlich. Ich bin nicht auf die DS-Zone gewartet. Jupp. Aber alles ist noch drinnen. Man ist noch in die Punkte. Wie viele bist du? Weil ich kann jetzt nicht schauen. 9. Ja, da wollte ich mal jetzt ansetzen zu überholen. Wer wird es jetzt dann wieder tun? Aber könnte sein, dass Peres jetzt DRS hat. Nein, er kommt nicht dran. Hat er doch nicht. Und jetzt dreht Hamilton, jetzt hat er es davon. Zweimal in der Kurve, das muss man sich vorstellen. Zweimal versucht er innen in der Kurve zu überholen. Hm. Was ist los mit dir, Junge? Denkst du überhaupt nach beim Autofahren? Beim ersten Mal hat sie schon fast dreht und dann hat probiert es gleich noch einmal. Ja, gut für dich. Warum? Weil du denn los bist. Ja, jetzt habe ich vielleicht nochmal geschwurscht. Ja, für die Punkte ist gut, wenn ich warten, aber er glaubt, ja. Er wird weiterfahren. Ja, dritter. Er hat sich nur gut hergestellt. Aber da kommt das Feld, ich glaube, ich bin ein bisschen langsam. Aber das stört mich nicht. Mir auch nicht. Jetzt wieder der ist an der Wettel und der ist auch angriffslustig. Au, aber die Kurve hat er nicht so gut, dann nicht.
Boom, shakalaka. Boom, shakalaka. Ja, wichtig ist es für mich einfach jetzt hier nicht Zweiter, Erster, Dritter zu werden, sondern einfach nur punkten. Ja, für mich auch. Noch konnte man nicht überzeugen. Der Nächste, der es ihnen probiert. Erst bist du deppert. Vettel und Hamilton sind der Wahnsinn. Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder Angst um meine Reifen hinten. Ja, Vettel hat es ordentlich jetzt zurückgehauen. Jetzt ist Hamilton wieder da. Ja. Ja, der Hamilton ist wieder da. 0,6 Sekunden. Wie schaut's für dich aus? Ich bin jetzt da ganz ruhig und fokussiert und will jetzt nur mal schauen, dass ich hier Sainz nicht zu nahe komme, der Platz 6 ist. Oh. Yes. Ja, an DRS möchte man rankommen. Aber Hamilton kann es nicht lassen, wieder an mich reinkommen. Oh. Unglaublich, der Typ, das ist unglaublich. So, Bottas hat jetzt, ja, Hamilton auch hinter mir jetzt. Oh mein Gott, ich habe jetzt 3 oder 4 jetzt schon. Ich habe Angst, irgendwann das nicht dreht, weißt du, was ist denn das? Gefallen, verzockt. Oh, das war jetzt Arsch. Ich habe probiert auf der Ideallinie zu überholen mit DRS und deshalb auch immer wieder immer weiter rüberkommen. Alter, was schaut sich die Daniela da draußen an? Ich höre immer nur Bum 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 Bum. Irgendeine Musik. Es ist so eng da hinten. Ja. Einmal und dann habe ich abgekackt. Das ist immer da so. Nichtsdestotrotz gibt es ja hier nur eine Möglichkeit. Nein, leider. Einfach nur Gas geben und das Beste draus machen. Letzte Runde, es geht in die letzte Runde. Die Punkte Ränge sind in einer Safety-Runde auf jeden Fall nicht zu nehmen. Ja. Der Sieg, der ist vielleicht noch zu nehmen, die sind nicht brutal dahinter. Ja, die sind sehr brutal. Ich habe überholt gerade und Verstappen auch. Ja, und Verstappen dreht mich fast. Und jetzt hat ihn, glaube ich, dreht. Ja. Wenn er mich drehen hat, fast. Aber ich habe mich gerade noch gerade stellen können. Ja, ich bin Zweiter. Ricciardo ist Erster. Ja, spannend. Ist schon die letzte Runde. Ricciardo ein bisschen verbremst da. Nein! Jetzt habe ich zu viel, es geht. Ja, das war jetzt mal ein Schritt.
Er hat sich verbremst, hat gesagt, es geht sich aus und ist sich gerade nicht ausgegangen und dann musste man ausweichen, weil sonst war man in ziemlich brutal reingefahren. Er hat so viel riskiert. Wie war das mit so viel riskieren? Nein, ich habe nicht zu viel riskiert. Ey, nicht zu viel riskiert, weil ich ihn jetzt runter reingefahren. Aber ich habe zurückgezogen, aber musste dann leider ins Rad ausweichen. Boah, Sainz ist Dritter. Jetzt komplett das Fettgemisch vergessen von dem Verlauf. Ich nicht. Schön. Ja, man kann aber zufrieden sein. Ja. Vierter Platz, Isman. Fünfter Sehr Platz. Zufrieden. Fünfter Platz, man hat natürlich auch profitiert von den Patzern von Hamilton und von Vettel. Und von Verstappen. Vettel 20. Hamilton 16. Genau. Ricciardo 3. Sieg. Carlos Sainz 3. Bist du deppert? Ja, wichtig. 10 Punkte eingefahren. Das ist super. Finde ich echt leid. Ja, ich Platz 16. 15 Punkte nur mehr auf den ersten. Oha, du kannst es echt machen noch. Weißt du was? Was wir können jetzt machen. Aber ob es macht. Ich bin 16er, kann 15er werden. Ich kann 15er werden. Naja. Verschissene Saison. Naja, warum? Wir haben noch Rennen. Ja eh. Aber das sind. Und dann du hast zweimal gewonnen zum Schluss, sind 50 Punkte. Dann wärst du jetzt 85, 8er. Na, schauen wir mal, was am Ende rausschaut. Aber ja, Konstrukteur, sonst weiterhin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao, Baba.